Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wilson. Und wir können die drei wirken, ohne dass das Spiel abschmiert. Und wir gehen jetzt mal in den Krypta-Eingang. So, Leon rennt schon vor. Aber wir können ja hier. Okay, das friert die schon mal ein, nicht schlecht. Ich bleib trotzdem beim Feuerball, weil Feuer ist einfach geil. So. Das ist der Hüter dieser Untoten. Wir können nicht dulden, dass er so nah an unsere Brüder und an Amarth rankommt. Ich schieße hier voll den Feuer auf den Bruder hier. Bruder Henoch. Richtig, geht in den Nebenraum und tötet, was immer ihr dort findet. Ich bleibe derweil bei Bruder Henoch. Ja, war ja klar. Das jetzt? Ich möchte das gerne aufmachen. Dann halt nicht. Oh. Wir töten, was immer wir hier finden, natürlich. Statt den Typen einfach mitzunehmen und rauszugehen. Aber gut, ich weiß ja nicht, ob hier noch andere von diesen Typen sind, ne? Ein Ledergürtel, wir haben noch keinen. Dann ziehen wir den nochmal schnell an. Ein Giftuntoter. Der kotzt mich bestimmt mit Gift an. Vielleicht sind das auch irgendwelche Sachen, die man einsammeln muss, nachdem man ja alles getötet hat. So nach dem Motto: Ach ja, ich habe ja noch meine ganzen Taschen hier überall liegen gelassen. Kannst du die bitte nochmal einsammeln gehen? Natürlich, ist kein Problem. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Das sieht ja voll normal hier aus, ne? Also. Unser Umbra da mal wieder regeneriert hat, ne? Wie das Sterben wohl so ist. Ich will es jetzt nicht ausprobieren, ehrlich gesagt. Weil man da bestimmt alles wieder nochmal spielen darf. So als ob ich jetzt zurückgehe. Ich gucke noch, ob es hier Loot gibt, ey, also ehrlich. Ja, genau, ne? Fette Truhe. Fettes Pentagramm auf dem Boden. Das sieht doch schön aus hier. Es ist schon geil gemacht. Ne? Das muss man dem Spiel lassen. So. Halt, da ist ein Eisenschild. Der ist bestimmt besser. Oh, nice, 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 nice. Ein Goldsteinring. Okay. Gut, dann schauen wir mal. Wir haben hier so fette Schultern bekommen. Wir legen sie an. So. Ja, die wir jetzt haben, sind irgendwie ein bisschen besser, ne? Der ist hässlich und so. Aber der Eisenschild ist schon mal geiler. So. Held des Jahrhunderts, wie wir sind, mit einer Schaufel in der Hand. Wir sind nämlich der Schaufelkrieger. Schaufelkönig Chihiro. Vielen Dank, mein Knie ist zwar schwer angeschlagen, aber wir sollten nach Seren zu suchen. Koste es, was es wolle, doch ich kann nicht ohne sie zurück nach Amarth. Keine Sorge, darum werden wir uns schon kümmern. Ich weiß, nach all dem, was ihr schon für mich getan habt, sollte ich euch nicht um noch mehr bitten. Aber könntet ihr unsere Alchemistin suchen? Immer wieder verpasste sie Treffen in Amarth. Doch wir benötigen sie für etwas sehr Wichtiges. Sie wohnt in Silberkrone, diesem riesigen Baum östlich von hier. Nicht weit weg vom ewigen Grab. Ich bringe in der Zeit Bruder Henoch nach Amarth. Jemand sollte nach seinen Wunden schauen. Natürlich. Natürlich muss ich wieder alles alleine machen. Der Weg sollte nun sicher sein, aber bei Seren lässt ihr lieber Vorsicht walten. Sie kann ein bisschen, nennen wir es, launisch sein. Nochmals vielen Dank für eure Hilfe. Ja, ist kein Problem. Oh, nehmt diesen Trank. Ja, danke schön. Um das dunkle Böse überleben zu können, wird ihr euch von Nutzen sein. Es treibt in diesen Ländereien sein Unwesen. Dankeschön. Ja, alles klar.
Ist ja kein Problem. So, wir drehen hier mal wieder ein bisschen. Inventar haben wir noch ein bisschen Platz da. Da können wir noch locker nach dieser Tante suchen gehen. Und mal die Leute hier tot machen. Sag mal, spuckt der eigentlich neue Untote, so wie das aussieht? Wir können das hier nicht anklicken, ey. Das nervt mich ja schon ein bisschen. Armbinde der Diebe. Okay, kein Problem. Geht mal ein bisschen weiter. Es könnte ein cooles neues Diablo werden. Oder in Diablo 4 machen die sowas ähnliches. Nur sie übertreffen halt Wolsen. Wie auch immer sie das tun wollen. Aber wenn sie das würden, wäre das echt nicht verkehrt. Was ist hier eigentlich? Ach, unser Leben ist einfach nur ein bisschen niedriger. Warum regeneriert sich das denn nicht? Fettes Ding hier. Was haben wir denn hier? Frostschaden, Feuerschaden. Wir nehmen natürlich den Feuerschaden. Ne? Wir sind ja Feuerviech. Passive Fähigkeit wurde noch nicht. Ja, okay, dann. Dann nehmen wir das doch mal. Und vielleicht, wenn es implementiert wird, müssen wir keine Fähigkeitenpunkte dafür ausgeben. Zustandsveränderung. Schaden an brennenden, gefrorenen und betäubten Gegnern. Huch, ach, so weit waren wir noch gar nicht. Dauer für den von dir verursachten Verbrennungseffekten. Verhindern die Lebensregeneration der Gegner. Chance, einen Blutrausch auszulösen. Wir nehmen das hier erstmal so. Sorry, mein Freund, aber so nicht. Jetzt habe ich das aus Versehen eingesetzt und das Spiel ist nicht abgeschmiert. Mit W kriegt man den Gesundheitstrank. Der uns aber irgendwie auch nichts viel bringt anscheinend, oder? Was bedeutet dieses kleine Stückchen Abschnitt hier? Wow. Pfeilhagel, nice. Wir haben ja einen Bogen, ne? Ach nee, wir haben hier die Schaufel ausgerüstet. Aber falls wir ein Bogenmensch werden wollen, also der diabolische Dämonenjäger. Wir hätten jetzt die Gelegenheit dazu. Smith Hammer. Schon geil. Eine Truhe. Da sage ich doch nicht nein. Und ein Keller, da sage ich auch nicht nein. Ich frage mich, wie sich die Tränke regenerieren. Ach, vielleicht ist das so ein bisschen Schild oder es soll einfach optisch so sein. Was macht er denn da Geiles, ey? Wir töten erstmal diese Leute hier. Er eskaliert da ein bisschen. Du hast da so ein Problem in deinem Magen, wollte ich nur mal gesagt haben. Umbralsprengung. Okay. Wir erlernen das. Oh, ein Stab. Jetzt sehen wir aus wie ein Magier. Also nicht ganz, aber ein bisschen. Ein Hammer. Hammer sind natürlich schön. So, wir gehen jetzt aber mal zur Truhe. Wir haben nämlich einen Feuerstab bekommen. Cool. Nice. Der leuchtet hier blau, weil es Feuer ist und so. Ich hinterfrage das nicht weiter. Ich noch Gold, das nehmen wir auch mit. Okay, Geld kriegt man dann doch recht schnell. So, mal gucken, ob wir hier lang müssen. Das läuft ja richtig hier. Also ich bin gerne Magier.
Jetzt wird es hier ein bisschen düsterer. Vielleicht bricht jetzt die Nacht ein. Nur weil wir ein Gebiet weitergegangen sind. Kann passieren, wer weiß. Level 3, ey. Könnt ihr mal stärker sein? Ich bin Level 7, meine Freunde. Oh, da sind irgendwelche Wegkreuzdinger. Kann man das mal lesen? Dorf des ewigen Grabes, Dur Hochburg. Okay. Dann gehen wir da doch mal lang. Silberkrone. Zur Silberkrone müssen wir ja auch hin, ne? So, wir können mal hier so ein bisschen langlatschen in der Wildnis. Dann können wir nebenbei noch ein paar Zombies töten. So. Na, den hast du jetzt aber verfehlt, Alte, ne? So geht das ja mal nicht. Ich finde schön, dass das hier dann noch nachbrennt auf dem Boden. Geht zwar irgendwann weg, aber nett gemacht. Nicht genug Umbra. Ist kein Problem. Abgebrochener Smaragd. Vielleicht kriegen wir jetzt ja mal ein paar Gems. Aber ich glaube, durch Kampf regeneriert sich das. Das ist in Path of Exile auch so, dass sich das durch Kampf hier regeneriert. Ich liebe es gerade hier durchzulaufen und Feuer zu werfen. Es macht schon Spaß, muss man sagen. Was haben wir hier Schönes? Eine geborgene Pistole. Ja, liebes Dorf, ich bringe euch eine Menge Waffen, dass ihr euch verteidigen könnt. Und ich habe sogar eine Menge Rüstung. Das gebe ich alles dem Händler, wenn er jetzt mal nicht so geizig ist. Was? Kann man mit Teen statt Portal machen? Ja, kann man anscheinend. Cool. Nice. In Diablo kann ich dich von hier unten anlabern? Ja, kann ich. So, weg damit. Wir haben einen schicken grün sage ich schon, einen blauen. Wo können wir den denn reinsockeln? Da können wir den reinsockeln. Okay. Hier haben wir was. Unterstützung. Ja, läuft doch. Ich werde jetzt aber unsere Schaufel verkaufen. Ich bin mal so dreist. Also ich muss sagen, die Animation, um sich zurückzuporten, die sieht mega gut aus. Geil. Und das hier wieder ankommen, sieht auch sehr geil aus. Muss ich dem Spiel lassen. Okay, das, also Path of Exile hat mich nicht direkt so überzeugt, wie es dieses Spiel tut. Also, wenn das hier rauskommt und das besser als Diablo ist, dann spiele ich das. Ohne Witz. Es sieht so cool aus. Und dieses Spiel macht einfach Spaß. Ich muss jetzt mal hier reingehen, das ist so ein Baum. Seren. Großartig. Endlich kreuzt jemand hilfsbereites meinen Weg. Euer Timing ist perfekt. Sammelt bitte zwei, nein, sagen wir besser drei weitere Zutaten für diesen Trank. Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Eilt euch, los geht's. Wir haben schließlich nicht ewig Zeit. Natürlich mache ich alles, ja klar. Und nein, ich habe im Moment keine Zeit, euren Geschichten zu lauschen. Wie ihr sehen könnt, bin ich am Kochen und soweit ich weiß, kennen wir uns nicht einmal. Ach so, aber genau dann soll ich jetzt loslaufen und deinen Scheiß besorgen, oder was? Wenn mein Trank fertig ist, reden wir, aber sicher nicht vorher. Wisst ihr, das ist sehr wichtig, okay? Die Verderbtheit hat mich sehr... Was? Die Verderbtheit hat sich sehr weit verbreitet und dieser Trank ist der einzige Weg, um es zu stoppen. Also schweigt jetzt am besten und erzählt mir eure Lebensgeschichte, wenn es sicherer ist. Boah,
Kann die mal aufhören zu reden? Ey, ich brauche ein Grabräuberherz. Den aber aus seiner Höhle zu locken wird schwierig. Da hilft es nur ein paar, wie sage ich es nun ja, Gräber zu entweihen. Am besten schändet ihr gleich das ewige Grab. Euer Weg hat euch sicher daran vorbeigeführt. Außerdem bräuchte ich noch ein paar arktische Wurzeln aus der Hageldornbucht, welche nordwestlich von hier liegt. Ihr solltet sie in der Nähe des Hagelkornsees finden, aber seid vorsichtig beim Aufheben. Sie wachsen nur in gefährlichen Gebieten mit verflixt niedrigen Temperaturen. Und zu guter Letzt wäre da noch ein unberührtes Pitus-Ei. Das ist die wichtigste Zutat von allen, verstanden? Ich weiß natürlich auch, wo man Pituses finden kann. Nicht weit von hier in der nahegelegenen Höhle im Norden solltet ihr fündig werden. Dieses liegt nahe der Hagelkornfelder. Ich notiere alle drei Zutaten auf eurer Karte, nicht, dass ihr verloren geht. Nehmt doch dieses, bevor ihr geht. Ihr scheint ein wenig unvorbereitet für das, was draußen auf euch wartet. Digga, ich sehe voll kriegsfertig aus. So, und nun seht, dass ihr verschwindet. Meine Fresse, ey. Frostnova. Da bin ich die Frostnova. Immerhin. Oh mein Gott. Was? Warte mal, ich habe hier auf irgendwas draufgeklickt, ne? Toll. Kann ich hier gar nichts mehr anklicken. Nein. Okay, wir folgen mal dem Weg bis zu dem Sternchen da oben. Und gucken mal, was uns hier erwartet. Schlimm kann es ja nicht sein. Vielleicht erreichen wir auch bald mal Level 8. Auf jeden Fall ist hier eine Truhe. Okay, das Gras sieht sehr aus, als ob hier gerade voll der Wind nach links fliegt. Habe ich hier gekriegt? Überzogene stählerner Schulterschutz links. Nehmen wir mal. Lederanzug. Oh, sexy. Die Frau hat einen gewissen Fetisch anscheinend. Oh, hier geht's tief runter. So, Level 3 Untote. Kann ich hier rüberspringen eigentlich? Nein, kann ich nicht. So, aber das kommt mir hier bekannt vor. Natürlich gehe ich gleich erstmal Gräber schänden. Das ist das Erste, was mir einfällt, wenn ich diese Alchemistin sehe. Dass ich natürlich bereit bin, hier alles zu tun. Nur damit diese dumme Troller wieder ins Dorf zurückkommt. So. Hätte auch zu dem Wegpunkt gehen können, aber nein. Wir sind gern zu Fuß unterwegs. Immerhin sind die Viecher hier schon Level 6. Wütender Untoter. Ich schände doch nur ein paar Gräber. Jetzt stellt euch mal nicht so an. Skelettkrieger. Oh, ich habe ja den Pfeilhagel noch nicht ausprobieren können. Achso, ich habe ja auch keinen Bogen an. So, ich brauche ein Pet wie in Diablo 3, was hier durch die Gegend geht und den Loot einsammelt. Oh, warte mal. Kann ich hier einmal durchwirbeln? Das bringt ja voll nichts. Erstmal weichen wir ein bisschen aus, ne? Vielleicht habe ich dich, Digga. Muss nur warten, bis mein Umbra wieder da ist. Er ist voll geil, ne? Er kommt, weil ich die Gräber schenne. Und was macht er? Er schwingt seine Keule über die ganzen Gräber und gräbt die ganzen Untoten aus, die ihre Ruhe finden wollen, ne? Oh mein Gott, ein Legi. Ein Legi. Wirbelwind, ja, den kenne ich ja schon. So, jetzt muss ich hier erstmal einsammeln, was ich hier mühselig alles erkämpfen musste. Geht nicht anders. Ich will das doch nur anklingen. Wahrscheinlich muss man da später irgendwas sammeln. So wie wir jetzt so ein Zeug für die Alte sammeln müssen.
irgendwo. Und da oben ist eine Truhe, da würde ich gerne mal hin. Ne, ein Rüstungsständer, Mensch. Und hier ist ein Keller, da muss ich jetzt auch nochmal reingehen. So. Grafik lädt noch ein bisschen nach, aber das ist kein Problem. Wobei Zeiten könnte man auch mal die anderen Sachen so ausprobieren von, ich sag mal so Krieger über Dämonenjäger oder sowas hier. Oh, das sah geil aus, oder? Jetzt mal im Ernst. Oh, der hat ein bisschen Geld gegeben. Das nehme ich doch gern. Ich finde gut, dass man so Wut regeneriert dabei. Und dass man dann die Wut irgendwie anwenden kann. Es wäre nur gut, wenn die nicht wieder verfliegt. Aber da gibt es bestimmt auch irgendwelche Items oder sonst was für. Hier liegen Leichen. Das heißt, irgendwas mit Totenbeschwörung kann man hier auch schon mal erwarten. So. Wir nehmen jetzt Leben. Und wir gucken mal an, was wir noch Schönes machen können. Wütende Flammen. Ach nee, wir wollten das hier erstmal. Das Wirken von Feuerzaubern gibt dir einen Entflammenstapel, der Gegner um dich für eine gewisse Zeit brennen lässt. Das ist sehr schön. Setzen den Boden in Flammen. Das ist auch nicht schlecht, weil wenn wir jetzt so wie eben noch so ganz viele Leute da haben, ist schon cool. Vor allem kann man jetzt anfangen, das hier auch richtig zu kombinieren und sowas. Ne? Das ist natürlich geil. Wenn du zum Beispiel nicht nur der voll spezialisierte Magier sein möchtest, sondern Magier und, was weiß ich, Krieger oder so, dann kann man diese Skilltrees auch ziemlich gut wahrscheinlich kombinieren. So, wir gehen mal aus dem Friedhof wieder raus. So, wie lange braucht das, um sich zu regenerieren? Es geht eigentlich. Hätte ja mal wenigstens in Farbe sein können, das Bild. Ne? Hier haben wir noch eine Wegkreuzung. Hier sind Zombies, das finde ich schön. Oh, die sind Level 8. Da halten wir doch erstmal Feuer rein. Langsam sieht es geiler aus. Ne? Wir haben jetzt hier so ein Ding um uns rumfliegen. Hier geiles. Schockierender Untoter. Wirbelwindmagier. Yes. Das ist voll mein Ding, ey. Boah, hier brennt's. Cool. Wie lange das wohl brennt? Na, interessant. Interessant. So, wir gehen mal weiter. Kann man hier bestimmt gut leveln. Eine Truhe. Da sagen wir doch nicht nein. Die haben wir gekonnt weggemacht. Langsam kriegt man mehr das Mob-Massen-Feeling. Ja, es macht wirklich Spaß, ohne Scheiß. Also das Spiel ist super. Ich hoffe, dass das doch was wird, dass die Entwickler hier nicht weiter inaktiv bleiben oder so. Weil das Spiel schon 7 Jahre in Entwicklung ist. Also ich bereue es jedenfalls nicht, es mir gekauft zu haben. Es wird immer besser hier, ey. Oh, ich sollte mal mein Leben hier. Donnerkeil, das habe ich auch noch nicht gelernt. So, jetzt muss ich mal gucken. Den Wirbelwind, den kennen wir schon. Jetzt haben wir hier ein besseres Amulett. Handgeschmiedeter Stab des Umbra. Umbra-Punkte pro Tötung. Nehmen wir mal. Blitzstab, der ist nicht so gut. Dekorierter stählerner Helm. Sehr hässlich, aber passt schon.
So, Schwarzstahlschutz. So, den Feuerball kennen wir auch. Bund der Assassine. Kritschons Waffen. Sieht gut aus. Donnerkeil. Okay, wo auch immer das jetzt ist. Glas Warhammer. Okay, Ingenieurstab des Blitzes. Ist auch nicht schlecht. Okay. Wir gehen erstmal hier weiter lang. Vielleicht schalten sich die Slots da unten auch erst frei. Bin mal gespannt, wenn dieses Spiel irgendwann mal ganz released wird und dann vielleicht 60 € kostet und ich froh bin, dass ich jetzt nur 20 ausgegeben habe. Und vielleicht ist es dann von Vorteil, dass man so ein bisschen die Alpha und so gespielt hat. Da ist ein Keller, da muss ich hin. Aber vorher muss ich hier noch Untote töten, das geht nicht anders. Ihr kennt das, man sieht Leute und man muss einfach seinen Ball reinhalten. Das geht nicht anders. Oh geil, hier sind auch noch viele. Wirbelwind. Oh, nice. Dass hier was mit Spinnen zu tun hat. Ich würde aber erstmal mich zurückporten. Es sieht so geil aus. So, schicke Texturen. Oh, Händler. Warte mal, mittlerer Umbra-Trank. Können wir den ja schon mal austauschen. Kaufen wir mal hier alles. Oh, die Schuhe waren besser. Warte mal. So. Wir haben noch so eine Gammelhose an. Nein! Oh, jetzt habe ich aus Versehen Rechtsklick gemacht. Ey, egal, ich ziehe das jetzt an. Ich habe das gekauft, wir tragen das jetzt. So. Klingenschleuder. Ich möchte gerne diesen Feuerhagel lernen. Aber das geht noch nicht. So, der Juwe. Okay. Dass man auch immer hier reinstecken kann. Oh, vielleicht kann man dann gesockelte Gegenstände entsockeln. 788. Du kannst deine Bücher beim Archivar gegen Wissen verkaufen. Wissen kann. Oh. Okay, Moment. Ja, nice. Neues Level. Cool. So, Wissen kann dazu genutzt werden, die Erfahrung der Fähigkeiten zu steigern. Cool. Nice. Frostnova, die. Jetzt haben wir die irgendwie gar nicht ausgerüstet, ne? Umbrasprengung. Vertreibt augenblicklich alle Feinde vor dir und wirft sie nieder. Okay. Warte mal. Brauche ich irgendwie mal so ein Fertigkeitenfenster hier? Hier haben wir den Charakter, Inventar. Fähigkeitenbaum, sehr schön. Was haben wir denn hier Geiles? Reduziert die Wutkosten. Okay, was auch immer. Der Radius von brutaler Angriff ist erhöht. Ja, cool. Wirbelwind. Dann haben wir den Feuerball. Ein weiterer Feuerball wird ausgelöst. Ja, das machen wir. Okay, dann würde ich den Pfeilhagel gern mal austauschen in die Frostnova. Dann packen wir die. Oh. Das können wir ja später machen, alles klar. Umbra-Stab-Kombination. Wisst ihr was? Wir packen den hier hin. Dann den hier hin.
Nein, nein, um Gottes Willen. Den Feuerball hierhin. Den Kristall, den wir nicht benutzen, hierhin. Die Frostnova packen wir mal hierhin. Und den Donnerkeil. Erzeugt eine Blitzkugel, welche durch alle Gegner hindurchgeht. Okay, so, die packen wir mal hierhin. Dann sind wir nämlich gut ausgerüstet. Perfekt. So, ist auch gut, dass man die Fähigkeiten aufleveln kann. Auf jeden Fall sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.